Katha, Sammy und Renate. Wir haben die neue Brand New School Box bekommen. Und da die ja schnell ausgepackt werden muss, sitze ich hier ungeschminkt, unfrisiert. Jetzt werdet ihr sagen, sie ist auch nicht viel anders aus als sonst. Ich sage, ihr habt recht, aber so ist es. Ich stelle das Paket einfach neben mich. Du siehst immer gut aus. Du bist ein Schatz. Auch ungeschminkt. Du bist ein Schatz und du musst das ja sagen. Warum? Weil wir verheiratet sind. Ja, das ist ja kein Grund. Doch, doch. Nee. Ich krieg das aber nicht. So, dann haben wir einen Flyer, was drin ist. Die Packung heißt, die Packung. Das Paket heißt Ice Ice Baby. Hm, Sammy, hilfst du mir? Hilfst du mir beim Auspacken, Großer? Ja, das ist die Coolbox März. Was haben wir hier noch? Hinweis, ja, man muss, wenn die Box nicht innerhalb von 2 Tagen da ist, dann muss man den nämlich zurückschicken, weil dann das MHD in Gefahr ist. Probier was Gutes, jetzt die Good News Box zum Probierpreis entdecken. Die Good News Box ist die Brand News Box, aber die gleichzeitig was Gutes tut, nämlich Kindern eine warme Mahlzeit gibt, die ist 1 Euro teurer als die normale Brand News Box. Ja, habe ich jetzt gesagt. Und hier ist dann, probier was Neues, die Classic Box, die Brand News Box. Okay, das waren die Vorreden und jetzt geht's rund. Ja, erstmal toll, das Packpapier noch ganz, das bewahren wir auf. Packpapier können wir immer brauchen. Sieht das da unten? Was haben wir hier? Burrata Pomodoro. Das sind so Ravioli mit, also Burrata natürlich, nicht Ravioli, mit Tomaten. Die sind handgemacht. Es ist wirklich fast handgemacht, ne? Für mich ist es die handgemachte Pasta meiner Großmutter. Als Pastachef bei Steinhaus habe ich mit Pasta della Nonna das Geheimnis der feinen gefüllten Pasta aus meiner Heimat Italien für euch mitgebracht. Buon appetito. Salvatore Buonasera, Pastachef bei Steinhaus. So, das ist es. Und das ist echt kühl. Was macht man damit? Ins warme Wasser? Zubereitung. Na, die Pasta aus dem Beutel nehmen und in einen Topf mit bereits kochendem Salzwasser geben. Bei ausgeschaltetem Herd die Pasta 4 Minuten ziehen lassen. Da, klingt doch gut, ne? Ich weiß, du bist misstrauisch wegen der Tomaten. Aber ich glaube nicht, dass da so ganz, das ich denke, Tomatensoße ist da drin. Das ist ja vegetarisch, das ist ja was für dich. Als ob du nichts Vegetarisches isst. Ja, natürlich. Eben. Aber dann müsste wenigstens ein bisschen Fleisch bleiben. Du bist verrückt. Jetzt tu nicht so, als würdest du jeden Tag Fleisch essen. Also. Ja, nein, das tun wir ja deswegen nicht, weil wir uns nicht leisten können. Oh, jetzt hör auf. Nein, wir tun es für das Tierwohl. So, 2,99 für die 230 Gramm gibt es seit September 21 und hatte ich noch nie gesehen. Es geht weiter mit Knoblauch, Sambal, Oleg. Cashew, Creme, Knoblauch, Sambal. Und warum müssen die da Knoblauch reintun? Das ist aber was für den Rest der Familie. Ich guck mal, wie lange es haltbar ist. Also, was ist das Mindesthaltbarkeitsdatum? Wo ist es denn? Es wird irgendwo stehen, denke ich. Am Rand vielleicht? Ja. 18.04.22. Okay, liebe Schwägerin, das ist was für euch. Die mögen nämlich scharf und die mögen Knoblauch und das ist bestimmt super lecker. Ich bin nicht für Sambal Oleg, das ist mir zu scharf und ich bin auch nicht für Knoblauch. Wo ist es denn? Da oben. Von Grünhof Junge Wilde. Cashewcreme. Ich hätte gerne Cashewcreme gemacht. Für 2,29, 150 Gramm, gibt es seit Januar 22. Und was haben die Nudeln gekostet? Habe ich gesagt. Nee. Doch, hast du nicht zugehört. 2,99 Euro gibt es seit September 21, sagte ich. September 21 habe ich gehört. Mhm. Okay, ich leg dir mal hin, ne, Sammy. Hm, ein Sammy. Du bist Sammy, das ist der liebe Sammy, unser Rampenkater. Du bist ja so ein Süßer. Bist du ein Süßer? Oh, der liebe Schatz. Jo. Jo.
Aber bist du ein süßer Junge. Das muss sein zwischendurch. Ne? Kater braucht Liebe. Weiter geht's mit So Good So Veggie aus Kokosmilch Natur. Das hatten wir doch schon. Ne, von einer anderen Firma. Ne? Aus Kokosmilch. Ah, so eine Art Joghurt. Ein fermentiertes Kokosnussmilchprodukt. Also ich glaube, die dürfen das nicht Joghurt nennen, weil es ja nicht aus Milch ist, aber in Natur. Da, so könnt ihr es sehen, ne? Natur. Also wir hatten es schon von einer anderen Firma. In der Cold Box von Degusta. Genau. Was steht hier? So gut. So Veggie Natur geht richtig lecker, auch ohne herkömmliche Milch. Vollmundig cremige Joghurt-Alternative auf Basis von Kokosnussmilch kommt ohne Zusatz von Zucker, Konservierungsstoffen, künstlichen Farbe oder Geschmacksstoffen aus. Perfekt für alle, die Geschmack ohne Kompromisse suchen. Das kostet 1,99 für die 400 Gramm und gibt es seit Februar 2020 schon. Und hier ist ein Datum, 6.4. Mindesthaltbarkeitsdatum, 6.4. Weiter geht's mit Porridge, Haferflocken mit Milch. Nee, das ist ja nicht wahr, ne? Also von klein an habe ich gerne Haferflocken gegessen und ich habe immer weiter Haferflocken gegessen. Nicht jetzt jeden Tag, aber immer mal wieder und irgendwie aß kein Mensch außer mir Haferflocken, glaube ich. Und auf einmal ist Haferflocken das In-Gericht, ne? Porridge, kalte und warme Haferflocken, ja, das ist also von Müller jetzt. Porridge, Haferflocken mit Milch. Du warst schon immer deiner Zeit voraus. Ich war meiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Jetzt haben sie festgestellt, oh, die sind ja glutenfrei und die sind so ballaststoffreich und so sättigend und du möchtest was nicht. Was meinst du denn, warum ich dich geheiratet habe? Ich wollte was Intelligentes neben mir haben. Ja, hast du gekriegt. Genau. Siehst du, man muss auch mal Glück haben, ne? Ich dachte, ein Dummer in der Familie reicht. Und den? Der Papa ist ganz gemein, der sagt sowas zu dir. Nein, Undine ist nicht dumm. Nee, du bist eine Süße, ist ein bisschen müde, schläft jetzt. Ist ein altes Mädchen, die ist jetzt 11 Jahre alt. Und für einen großen Hund ist das schon relativ alt. Nicht alt, aber relativ alt. 9.4. ist das haltbar. Also warum man das in einem Töpfchen machen muss. Haferflocken, Milch, fertig. Ja, aber... Was haben die denn noch da reingetan, außer Haferflocken, Milch? Haferflocken, 53% Vollmilch, dann Buttermilch, na gut, die tue ich nicht rein, 7%. Haferflocken, Wasser, Zucker, Inulin, Vollei, Stärke, Speisesalz, Aroma. Nun, lass mal dahingestellt. Also wirklich Haferflocken. Auch Porridge ist das einfachste der Welt. Müsste ich nicht in so einem Töpfchen haben. Es gibt übrigens 4 verschiedene Sorten. 1 in jeder Packung. Es gibt Classic, dann gibt es Schoko. Gut, mag ich nicht so gerne. Vanille und Apfel. Oh ja, das ist auch toll. Ist ja fast wie Birchermüsli, ne? Geriebenen Apfel rein oder ganz klein geschnitten Apfel rein. Toll, liebe ich. Oder je nach Jahreszeit Erdbeeren rein, Heidelbeeren, was auch immer euer Geschmack ist. Die kosten 79 Cent. Ja. Das kleine Töpfchen. 79 Cent, aber wie gesagt, Haferflocken sind echt sättigend und außerdem ist das Löffelchen essen. Und wenn es mir nicht gut geht, mag ich gerne Löffelchen essen. Das ist tröstlich, so wie ans Kind Löffelchen essen. So, 79 Cent für 170 Gramm gibt es seit aber ein sehr altes März Kind. 22. Habe ich gesagt, ich wäre ein Kind? Nein, wie als Kind. So, das ist Kinderessen. Ja, weiter geht's. Aber wenn und dann bitte jetzt, nicht, bitte da nicht schon jetzt wieder der Meiersalat. Da du das ja jetzt immer noch ist, bist du ja immer noch ein Kind, nur ein sehr altes Kind. Du kannst sagen, sehr erwachsen, du kannst doch nicht sagen alt. Doch. Du bist älter. Ja. Ich bin ja ganz alt. Da ist schon wieder der Eifreisalat. So, ihr Lieben, ich kann euch sagen, ich habe ihn ja inzwischen gegessen. Der schmeckt original wie
Eiersalat, wirklich. Er hat die Konsistenz wie Eiersalat. Also man beißt wirklich auf gestocktem, gekochtem Eiweiß herum und so. Trotzdem hatte ich die ganze Zeit, ich wusste, es ist aber kein Eiersalat und hatte irgendwie so ein komisches, also er hat mich nicht begeistert mit anderen Worten. Ich bräuchte es nicht. Sollte mir mal danach sein, nach Eiersalat, ganz ehrlich, würde ich mir einen Eiersalat machen. Das ist auch keine Kunst. Gut, der wird jetzt auch schwer geraten. Ich glaube, du solltest den mal probieren. Ich habe ja den anderen schon probiert. Jetzt bist du dran. Die kommt nämlich übermorgen zu uns. Und wir basteln zusammen. Haben wir vor, den ganzen Tag von morgens bis abends zu basteln. Ist nicht wahr, aber ein paar Stunden basteln. So, das ist haltbar bis zum 27.03.2022. Und es ist natürlich von Walter Pops. Meistersalat, veganer, eifrei Salat. Es ist natürlich toll für Veganer, dass es sowas alles gibt, dann wirklich, finde ich. Ich persönlich muss es dann nicht mehr haben. Der ist mit Eiersatz auf Basis von Rapsöl und Kichererbsen mit hausgemachter veganer Salatmayonnaise. Vegane Mayonnaise ist genauso einfach wie normale Mayonnaise. Wirklich. Also eigentlich braucht man nur Milch oder Milchersatz in ein hohes Gefäß reintun und dann Öl oben drauf und dann den Stabmixer rein. Unten halten. Machen, bis der packt, bis der anfängt, das Ganze so zu backen und dann langsam hochziehen und dann Senf rein, Salz, Pfeffer, was immer man möchte. Nochmal mixen. Mayonnaise, beziehungsweise vegane Mayonnaise. Super einfach, super schnell. Hält dann etwa eine Woche. Der kostet 1,99 für die 150 Gramm und den gibt es seit Dezember. Deshalb haben wir jetzt schon zum zweiten Mal. Ah, hier haben wir Feta. Feta ist natürlich was Feines von Gazi. Feta mag ich. Nicht vegan. Ganz ehrlich, wer Veganer ist, der wird kaum diese Box kaufen, weil da so viele Sachen bei sind, die nicht vegan sind. Aber es ist natürlich gut, dass es vegane Alternativen gibt. Gar keine Frage. So, wo waren wir? Bei Feta. Feta. Da, das ist das. Aha. So cremig lecker. Der Gazi Feta darf in meinem Kühlschrank nicht fehlen, sagt Christina, Social Media und Content Managerin. Achtung. So, der kostet 1,99 für die 150 Gramm. Den gibt es seit Januar 2020. Ist also jetzt nicht gerade eine Markteinführung. Und der hält bis 6.12.22. Na, also ist mindesthaltbar, nicht der hält bis. Immer wieder falle ich drauf rein und sage das falsch. Ne? Ja, ihr wisst, wie es ist. Endori Veggie Sticks di Mare. Erbsen- und Weizenprotein. Das ist so wie Fischstäbchen, aber vegan. Ne? Ist doch vegan. Ja, vegan. Wir hatten davon ja schon einige, ne? Diese kleinen Käsetaler, die so wie in den Gemüsetaler, ne, waren das. Ja. Sehr lecker. Und wir hatten, die waren, glaube ich, nur vegetarisch, so Käsetaler mit Gemüse drumherum. Die waren auch lecker. Aber ich glaube, die waren nicht vegan. Ja, Fischstäbchen ohne Fisch praktisch. Sticks di Mare heißen sie deshalb. So Sticks aus dem Meer. Erbsen- und Weizenproteinreich. Was man aus Erbsen alles machen kann, ne? Ich weiß, dass du die nicht isst. Aber es sind keine Möhren. Nein, ne? Nein. Ich esse ja Erbsen. Aber nicht so. Nee, wenn ich Erbsen essen will, esse ich Erbsen. Ich weiß. So, und wenn ich Fischstäbchen essen will, dann esse ich Fischstäbchen. Genau. Aber ich mag das. Ja, das ist ja gut so. Theoretisch mag ich es, praktisch habe ich es ja noch nicht probiert. Ich muss ja dann auch mal schmecken, wie das Gewürz ist. Die kosten 2,99 für 180 Gramm und die gibt es jetzt seit Januar in diesem Jahr. Ich werde sie natürlich probieren. Und da hat dich schon manches überrascht, stimmt's? Und sie empfehlen dazu Kartoffelstampf, Blattspinat, Gurkensalat und Dips wie Remoulade oder Kräutersauce. Also wie Fischstäbchen, ne? Fällt mir ein, wir haben ewig keine Fischstäbchen mehr gegessen.
Können wir ja mal wieder machen. Machen wir nämlich auch mit Kartoffelstampf. Hm? Was war das andere? Gurkensalat. Ja, ich liebe Gurkensalat. Ich. Aber ich weiß nicht, ob den sonst jemand lieben würde, wie ich den mache. Ich mag nämlich überhaupt keine rohen Zwiebeln, deshalb kommen da auch keine rein. Wie lange? Ich wollte nur das MHD gucken. 21.03. müssen wir also bald machen. Also ich mache das so, ganze Gurke natürlich, Salatgurke. Dann nehme ich ein Töpfchen saure Sahne und mache die in eine Schüssel. Und dann kommt da rein Pfeffer und Salz, Essig, ein schöner leckerer Essig, zwei Schen weißen Balsamico und ein bisschen Öl. So, verrühren, dann die Gurke, es waschen, dann reinraspeln. Und dann lasse ich das ein, zwei Stunden stehen, dass das Wasser zieht. Dann ist das erst richtig. Eigentlich brauche ich dann dazu gar nichts anderes mehr. Nur den Gurkensalat. Meinetwegen ein trockenes Brötchen dazu, ne? Ja. Kann man die Soße auftun. Also das ist, ja, meine Mutter hat den schon so gemacht und ich liebe den so. Gar nicht anders. Ich mag den genau so. Ne? Ach, da hast du nochmal die Letter. Vegane Letter. Die hast du in Benutzung, ne? Ne, die hatte ich in Benutzung. Ach so, ne? Du isst doch kaum Margarine. Ja, aber die ist fast leer jetzt. Ja, du hattest doch zwischendurch auch zum Backen was davon genommen. Nein. Nein? Nein. Das Letter ist dann weiß ich rot. Nicht. Halbfettmargarine gesalzen. Die ist gesalzen. Aber so wenig wie du auf Brot nimmst, merkst du das gar nicht, ne? Trinkwasser, Pflanze. Die Hauptsache ist wieder Wasser. Egal. So, die kostet 1,59 für 250 Gramm. Die gibt es seit Februar 22. Und die war eben in der Degusta-Box auch schon drin. Daher kannten wir die jetzt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass du die schon auf hast. Nee, in der Degusta-Box meine ich, wäre eine andere gewesen. Ich weiß es aber nicht. Ist auch egal. Es ist vollkommen wurscht. Jetzt ist sie jedenfalls da. Guck mal, da ist was für dich. Grießpudding und rote Grütze. Löffelglück. Von Dr. Oetker. Das magst du. Ja. Endlich. Siehst du, dann habe ich auch was in der Box. Ja. Ich darf es aber nochmal sagen, Grießpudding ist ganz einfach selber gemacht. Ich bin ein Verfechter von selber machen. Aber wir mögen trotzdem gerne diese Boxen, um neue Sachen kennenzulernen. Denn, ja, ihr wisst es wahrscheinlich, ich bin gehbehindert. Für mich ist das nicht so einfach, da irgendwie durch den Supermarkt stundenlang und dann Neues zu erforschen. Deshalb ist das ganz schön. Aber grundsätzlich mache ich sowas selber. Ne? Und zwar gibt es da zwei verschiedene Sorten. Entweder eben mit fruchtig-süße Grütze oder Kirschgrütze. Magst beides, egal. Ne? Genau. Kostet 99 Cent und das gibt es jetzt seit März 22. Das ist doch schön. Würde ich mir natürlich nicht kaufen. Weiß ich. Mindestens halber bis 7.4. Ja, bis dahin werde ich von gegessen. Bestimmt, bin ich sicher. Pass auf, gleich kommt noch was zu dich. Hier, die hatten wir auch schon mal im letzten Jahr. Schokosnack von Milka. Ja. Die hatten wir schon im letzten Jahr. Jetzt noch lockerer heißen sie jetzt. Davon hatte ich auch eins probiert. Das war sehr süß. Extrem. Ja, ist fast so wie in den Schaumküssen drin ist. So war das auch. Ich weiß nicht, auf jeden Fall extrem süß. So. So schokoladig zart, so locker frisch. Und sehr süß. 1,79 für 4 Stück. 4 Stück sind da drin, A32 Gramm. Das gibt es seit Oktober 21. Und da hatten wir es schon mal, definitiv. Also wir haben das nicht gekauft, sondern in der Box gekriegt. MHD 21.06. Hast noch Zeit. Kann nicht nur viel sein, ne? Nee, das ist, doch, da ist noch ein bisschen was. Ein Teil ist noch drin. Das ist doch was für mich. Frisch und cremig von Kerrygold. Kirschpaprika. Frischkäse mit Kirschpaprika. Oh, das mag ich. Ich mag Frischkäse, ich mag Paprika, ich liebe Paprika. Ich habe auch wieder Paprika da liegen. So, ja, das mag ich. Habe ich noch nie gesehen. Kerrygold. Darf ich da reingucken? Ja, ne? Ach,
warte mal, 14.04. Nee, ist noch zu früh. Ich habe noch andere Frischkäse da. Und den Feta müssen wir vorher noch. Also, ich freue mich drauf. Den Mann, habe ich den überhaupt gezeigt? So sieht er aus. Frisch und cremig. Kerrygold, wo die Kühe ganz viel Platz haben. Hier. 1,69 für 150 Gramm. Und den gibt es seit Januar 22. Da steht es auch. Beste frische irische Weidemilch von Kühen, die in Irland fast das ganze Jahr draußen grasen. So, weiter geht's. Da habe ich nämlich dann noch ein Teil. Und natürlich die üblichen Gel-Pakete. Gel-Kühlpacks hier. So, hier kommt es. Und zwar, ich habe ja immer gesagt Tante Fanny, aber es heißt Tante Fanny. Ich habe die Werbung gesehen im Fernsehen. Und das ist nochmal frischer, rustikaler Blätterteig. Hatten wir ja auch schon von der anderen Box. Ja, kannst du also wunderbar alles Mögliche machen. Ich glaube, du hast Pizza gemacht, ne? So eine Art Pizza. Schönes Ding. Aber man kann mit wem, was immer man möchte. Es ist ein schöner Vollkornteig. Vielleicht mache ich da was Süßes. Ja, kann man auch. Ja, ich glaube, ich werde da schön Apfelmus reintun. Du? Hm? Kann ich auch. Ja, ich kann das auch. Bin ja schon groß. Oder kannst auch frisches Obst reintun. Ich könnte auch Kirschen reintun. Pudding und Kirschen, meinst genau. Du doch gerne. Ja, hm? Du siehst. Mach doch. Okay, wo war das? Nirgendwo. Da oben ist er. 2,19 kostet der für 280 Gramm und den gibt es seit Oktober 21. Hier, pass auf. Der Blätterteig Rustikal von Tante Fanny ist ein echter Alleskönner. Von herzhaften Pesto-Taschen bis hin zu schokoladigen Nougat-Kringeln. Da. Oder eben Frucht. Mit Pudding zum Beispiel. Ne? Genau. Und der hat ein MHD. Der hat bestimmt ein MHD. Versuchen wir es mal so. Frischgewicht. Ist auch vegan. Nano. Ich finde keinen. Möchtest du mal gucken? Dann gib mir. Ich finde keins. So, dann steht hier, ich könne die Coolbox also nochmal bestellen mit einem Code für nur statt 17,99 für nur 12,99. Und der Bestellcode steht auch hier. Also wer möchte, kann es da drauf bestellen. Da ist der Code. Das heißt COOLMRZ22. Also und Nachtrag 1.4.22. Gut. Wo steht das? Da steht es ganz groß. Ah, das ja, also COOLMRZ22, dafür gibt es genau diese Coolbox für 12,99. Wir haben die übrigens im Abo, wir kriegen die immer wieder. Da gibt es 3 im Jahr. Ja, im März und entsprechend übers Jahr. Weiß ich jetzt nicht. Man kann die einzeln bestellen oder eben im Abo. Und Neujahrs, wie wir sind, haben wir das Abo. Und das Schöne ist ja eben, wenn irgendwas drin ist, wo wir jetzt sagen, ach nee, irgendjemand in der Familie mag es, ne? Oder, genau. Oder von den Freunden. Also wir kriegen, also Schwägerin, der schmeckt wirklich, wirklich wie Eiersalat. Aber ich hatte schon gleich gesagt, ich muss ihn nicht nochmal haben. Aber bitte probier du ihn auch mal, ne? So, sie wird mir dann gleich, wie das hochgeladen ist, eine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen, ja, nehme ich oder sowas. Machen wir nämlich immer so. Nee? Okay, und ich glaube, wenn sie mal im Ruhestand ist, dann macht sie auch ihren eigenen YouTube-Kanal auf. Ich glaube, es juckt ihr in den Fingern. Und ich glaube, das wird sie ganz toll machen. Seit Ende des Jahres bastelt sie ja jetzt auch. Ganz toll, richtig, richtig toll. Freue ich mich sehr. All die Jahre, wo ich schon bastele, hat sie sich nie dafür interessiert und ganz plötzlich
Ich glaube, es war das Stempelvideo oder das Kartenbastelvideo, was ich hochgeladen hatte, November oder Dezember. Und da hat es sie auf einmal gepackt und meinte so, das ist ja ansteckend, jetzt möchte ich auch mal. Und seitdem bastelt sie richtig, richtig toll und mit viel Liebe und Können und bin ganz stolz und glücklich. Und am Freitag basteln wir zusammen. Ne? Ja. Da bist du abgeschrieben. Genau. Okay, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen. Jetzt kommen die Sachen ab in den Kühlschrank und ja, bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.